Ave und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie versprochen, ergänzend zum Nimor-Video, heute noch das Video von Karl Obsidian. Insbesondere geht es hier heute nicht um Champion Spotlight, sondern schlicht und ergreifend, was bei dem vergangenen Patch über den Champion quasi angepasst wurde, was vielleicht verbessert wurde, was eventuell verschlechtert wurde. Warum dieses Video? Ganz einfach dahingehend, weil ich der Meinung bin, viele Leute haben den Champ, trauen sich jetzt nach dem Patch allerdings nicht mehr, den zu leveln oder sind gar frustriert darüber, den zu ziehen. Persönlich muss gleich vorab sagen, dieser Champion ist nach wie vor die absolute Ausgeburt der Hölle, wenn es darum geht, DPS, also Damage per Second, das ist ein absoluter Damage-Dealer nach wie vor. Ich werde kein Champion-Spotlight, wie gesagt, machen. Wir werden das Ganze jetzt so gliedern, dass wir sagen, wir gehen kurz über die Fähigkeiten, gucken uns das einfach mal an, um das Spielprinzip zu verstehen. Werde im Anschluss ein paar Clips einblenden nach dem Patch, damit wir sehen, wie denn sich das tatsächlich auswirkt auf die ganze Thematik. Gekämpft wird immer hier mit meinem 6-Sterne-R1-Champion. Ich habe allerdings noch einen Dupe 5 Sterne am Start, um euch im Anschluss auch die Dupe zu erklären. Nach dem Clip gehen wir dann kurz darauf ein, was war vorher, was war nachher. Am Schluss gibt es ein kurzes Fazit, aber deswegen sehen wir zu, dass wir anfangen, denn ich habe das Gefühl, ich könnte ansonsten mit diesem Video den zeitlichen Rahmen ein bisschen sprengen, weil man ja doch die ein oder andere Thematik dazu sagen könnte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wie es bei jedem fast der, beziehungsweise bei jedem der Black Order Gems von Thanos ist, haben diese Aufgaben von Thanos, die sie zu erfüllen haben. Das ist auch bei Karl Obsidian so. Wir können jede Mission einmal pro Kampf abschließen. Wir sehen, die erste Mission sagt schlicht und ergreifend, schlag einen beliebigen Champion nieder. Nicht sonderlich schwierig, wir gewinnen quasi einfach einen Kampf und gewinnen eine Ladung. Wichtig für uns ist, dass wir maximal 10 Ladungen haben können und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, diese Ladungen aufzubauen. Hauen wir einen aus den Latschen, haben wir schon die erste, kommt zu Mission 2, schlage einen Avenger nieder, haben wir gleichzeitig die zweite. Heißt im Klartext, wenn wir gegen einen Avenger kämpfen, können wir die Mission 1 und 2 gleichzeitig abschließen und bekommen somit 2 Ladungen auf einmal. Mission 3, beende ihren Widerstand, schlage einen Champion nieder, der einem Kampf mit 95% oder mehr Gesundheit beginnt, oder das Kombometer zu verlieren, können wir ähnlich ergänzen, glaube ich, ist selbsterklärend, schlagen wir einen Avenger nieder, der Full Life hatte am Anfang und wir haben unser Kombometer nicht verloren, haben wir gleich 3 Ladungen auf einmal. Können auch zusätzliche Ladungen erfüllen anhand der Synergien, aber da kommen wir später dazu. Das ist einfach wichtig zu wissen, 3 Ladungen können in dem Kampf geholt werden, wenn es sich um den Avenger handelt. Ansonsten, wenn wir einfach sagen, wir haben perfekten Kampf, ohne Avenger bekommen wir eben 2. Wichtiger Punkt zusätzlich ist die Thanos-Gunst. Die sagt ganz einfach, es gibt maximal anhaltende Ladungen 10, hatten wir vorhin schon kurz erörtert. Zu Beginn des Kampfes erhält man eine Thanos-Gunst-Ladung. Diese Buffs dauern jeweils 10 Sekunden an und gewinnen auf Basis der Anzahl der Ladungen Effekte. Die Laufzeit dieser Buffs wird jedes Mal eine Sekunde lang ausgesetzt, wenn ein Angriff gelandet wird. Jo, und dann kommen einfach die Effekte danach, denn diese Ladungen eruieren Effekte anhand dessen, wie viele Ladungen Karl Obsidian auf sich hat. Das heißt, umso mehr Kämpfe wir hintereinander mit Karl Obsidian beschreiten, umso effektiver werden die Effekte, da die zusätzlich aufeinander aufbauen. Haben wir eine Ladung, gewährt jeder Buff einen Angriff von Summe X. Wir werden quasi stärker. Ab der dritten Ladung erhöht sich unsere kritische Schadenswertung. Ab der fünften Ladung bietet sich echte Genauigkeit, das heißt Auto-Evade-Gegner und so weiter können umgangen werden. Und ab der achten Ladung beginnt jeder Buff die Mob-Buff-Dauer um 5% zu erhöhen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn um die Mob-Buff-Dauer geht es im Endeffekt bei Karl Obsidian. Das ist der Punkt, an dem der Schaden resultiert. Also hier kommt der ganze Damage her. Wir haben hier noch gut getimte Abwehraktionen, dass es Karl Obsidian möglich ist, Parierenmeisterung gegen Geschosse einzusetzen. Ist jetzt eher eine zweitrangige Geschichte. Allerdings kommen hier jetzt die beiden wichtigen Punkte. Hechte zurück, halte für 1,2 Sekunden die Abwehr aufrecht, einmal pro Kampf.
Wenn er undupe ist, geht das tatsächlich nur einmal, aber das hier sind die beiden Punkte, die für uns relevant sind. Karl Obsidian überlädt seine Waffe, um 8 Sekunden lang eine Mob-Buff-Dauer zu aktivieren und einen Mob-Buff zu erhalten. Dieser führt dazu, dass sein Gegner eine Verringerung von 100% der Genauigkeit der Fähigkeiten bei der automatischen Abwehr erleidet und zusätzlich dazu, dass seine Angriffe zusätzlich einen Energieschaden anrichten, der 120% des zugefügten Schadens entspricht. Heißt im Endeffekt nichts anderes. Wir können durch Zurückwischen und kurz im Block stehen bleiben, diesen Mob-Buff aktivieren, haben dann die Möglichkeit, 1,2 Sekunden stehen zu lassen, dann läuft ein Timer runter und in dieser Zeit wird unser Schaden mal 120% dementsprechend mehr als verdoppelt. So, die schweren Angriffe. Wir haben eine 75%ige Chance, pro Schlag einen Rüstungsbruch-Debuff zuzufügen, welcher 14 Sekunden lang die Rüstung um den Betrag X verringert. Und dieser Effekt erfährt 5% Dauer der Genauigkeit der Fähigkeiten für jede anhaltende Ladung. Sehr, sehr wichtig in dem Fall, bei Karl Obsidian geht es darum, quasi die Rüstung zu zerschmettern, zwar nicht mit dem Buff-Rüstung zerschmettern, allerdings einen Rüstungsbruch um den nächsten anzubringen, um dann den Angriff immer weiter zu erhöhen, um dann diesen Mob-Buff zu aktivieren und dann für diesen kurzen Zeitraum eben einen Damage-Output zu verursachen, der seinesgleichen sucht. Superkräfte können wir der Vollständigkeit halber noch kurz durchgehen. Die überwältigende Präsenz von Karl Obsidian verringert des Gegners Genauigkeit der Aufrüstungsfähigkeiten während seiner Superkraftangriffe um 100%. Das glaube ich ist selbsterklärend und die drei Superkräfte an sich sind eigentlich relativ simpel dargestellt, nämlich die SK1, die Kampferfahrung gewährt 10 Kombo-Schild-Buffs. Wenn er getroffen wird, geht ein Kombo-Schild-Buff verloren, anstatt dass der Kombometer zurückgesetzt wird auf Max. Dementsprechend glaube ich auch selbsterklärend. Die SK2, eigentlich die SK, die mit am meisten genutzt wird, weil hier ordentlich Schaden gemacht werden kann unter Umständen. Eben wenn das mit dem Mob-Buff und den Rüstungsbrüchen richtig kombiniert wird, knallt es hier und zwar kein Beifall. Ja, dementsprechend bei jedem Schlag besteht eine Chance von 80%, die Laufzeit aller Rüstungsbruch-Debuffs des Gegners für 2 Sekunden anzuhalten. Das ist definitiv etwas, was wir erreichen wollen, ganz einfach aus dem Grund, um die Rüstungsbrüche zu verlängern und eine Chance von 100%, den Gegner für 2 Sekunden zu lähmen. Das nutzen wir in dem Fall einfach immer dazu, um erneute Heavy anzubringen, da wir da mit einer 75%igen Wahrscheinlichkeit pro Hit mal 3 wieder einen Rüstungsbruch zufügen können. SK3, noch ein ganz wichtiger Hinweis, bei diesem Champ nicht sinnlos, und zwar in erster Linie ein Kraftfluss von Thanos bewirkt, dass Karl Obsidian all seine Thanos-Gunstbuffs erneut wieder auslöst und erhält dann plus 193,4 Angriff für jede anhaltende Ladung. Auch das, wie gesagt, definitiv ein wichtiger Punkt, denn so können wir diese ganzen Fähigkeiten, die wir anfangs gesehen haben, nämlich wieder reaktivieren und die dann einfach wieder neu einsetzen. Somit switchen wir ganz kurz mal hier weg, suchen uns dann noch schnell den 5 Sterne Karl Obsidian, hier sehe ich ihn glaube ich schon, einfach um nochmal auf die Dupe-Fähigkeit einzugehen. Wir sehen hier Erzwungenes Vergessen. Sobald Karl Obsidians Mob-Buff abgelaufen ist, geht er in einen Cooldown und kann nach 24,56 Sekunden wieder aktiviert werden. Heißt im Klartext, wollen wir das Dupe? Ja, wir wollen es unbedingt. Denn der Fakt ist, da wo der Damage herkommt bei Karl Obsidian, handelt es sich um den Mob-Buff und dieser Mob-Buff kann somit einfach ein zweites Mal oder ein drittes Mal, je nach Länge des Kampfes, nach einem gewissen Cooldown, wieder aktiviert werden. Zweite Fähigkeit, wenn ein Mob in den Cooldown übergeht, wird Karls Aggression mit einem Wutausbruchsbuff belohnt, der für 4 Sekunden den Angriff gewährt bzw. erhöht. Dieser Buff erhält plus 0,5 Sekunden Dauer für jeden gelandeten Treffer, während der Mob aktiv war. Ich glaube, auch das ist ergo in dem Cooldown bekommen wir halt dann den Wutausbruch, der uns quasi für die Zwischenzeit etwas stärker macht, aber das ist meines Erachtens eher so die zweitrangige Dupe-Fähigkeit und dementsprechend, ja, das ist eine kurze Einführung. Es geht im Endeffekt, kurz gesagt, einfach nur darum, wir wollen Thanos Gunst haben, wir wollen schnell viele Rüstungsbrüche zufügen, dann quasi unseren Mob-Buff aktivieren, um dann den verheerenden Schaden anzurichten, beispielsweise mit normalen 5er-Kombos oder einer SK2. Der Gegner ist geschwächt durch Rüstungsbruch, wir haben 120%igen Angriffszuwachs durch unsere
anderen Mob-Buff und dementsprechend kann man da mehr eigentlich nicht sagen. Es ist kein sonderlich komplizierter Champion, es ist ein Powerhouse und es geht einfach nur darum, so schnell wie möglich effektiv unglaublich viel Schaden zu machen. Die unteren Synergien können wir ein bisschen vernachlässigen, deswegen gehen wir gleich mal einen Schritt weiter. Hier wird lediglich der Angriff erhöht, wenn wir uns die Hulks bzw. den Hulkbuster anschauen. Das kann lustig sein, das kann hilfreich sein, ist allerdings nicht zwingend erforderlich. Was hilfreich ist bzw. helfen kann, sind die ersten beiden Synergien mit der Black Order bzw. Thanos. Bei Corvus Glaive bzw. Proxima Midnight geht es eigentlich schlicht und ergreifend darum, hauen wir einen Techniker aus den Latschen, bekommen wir eine zusätzliche Ladung. Und bei Ebony Maw bzw. Thanos geht es darum, einen Champion umzuhauen, während der Mob-Buff aktiv ist. Auch da gibt es dann eine zusätzliche Ladung. Und ja, mehr gibt es im Schnelldurchlauf zu dem Champion nicht zu sagen. Wir gehen jetzt in erster Linie darauf ein, was denn tatsächlich die Änderungen waren bei diesem Champion und sehen dann im Anschluss, wie gesagt, noch das ein oder andere Gameplay-Video vor einem Fazit, um das Ganze so ein bisschen näher zu bringen. Genau, wir befinden uns jetzt hier im diesmonatigen Meister-Event. Die epische Thematik hatte ich leider schon alles auf 100%, aber es geht ja jetzt hier auch mehr darum, die Systematik nochmal näher zu führen. Wir sehen, wir versuchen die Heavies anzubringen, um die Rüstungen zu brechen und dann den Mob zu aktivieren, um den Schaden zu verdoppeln. Das Ganze versuchen wir wegen Thanos Gunst natürlich so schnell wie möglich. Wir sehen hier gegen Ronan, warum auch immer ich nicht fähig bin, zu dieser Uhrzeit einen Parry anzusetzen. Wir haben drei Rüstungsbrüche, weichen zurück, aktivieren jetzt den Mob, versuchen nochmal zu parieren und alles, was dann passiert danach, ist quasi schon doppelter Schaden. Wir sehen das, obwohl wir jetzt 5 Ladungen haben, dass der normale Schaden auch durchaus passabel ist. Wir haben keine Suicides und wir haben keine Synergien dabei, die in irgendeiner Weise den Angriff erhöhen würden. Nächster Kampf an dieser Stelle ist Daredevil. Selbiges System, wir parieren schlecht, aber ansonsten ist alles okay. 3 Rüstungsbrüche, 6 Rüstungsbrüche im Idealfall, zack, sehen wir genauso. Jetzt zurück, den Mob-Buff aktivieren, im Idealfall jetzt angreifen und ihr seht, also es regelt sich von alleine. Es geht einfach um die DPS, um den Schaden pro Sekunde direkt zu Beginn des Kampfes. Hier der Hulk, Parry, im Endeffekt sehen wir, wir haben unsere 3 Rüstungsbrüche, nun oben schon 9 Ladungen am Start. Selbige Thematik wiederholen, wahrscheinlich geht es jetzt rückwärts und den Mob zu aktivieren. Gegen stärkere Gegner würden wir natürlich noch mehr Rüstungsbrüche zufügen. Und Ende Gelände, mehr ist es nicht. Ab zu den Änderungen. Nachdem wir ja jetzt grundsätzlich mal kurz die generellen Fähigkeiten von Karl Obsidian durchgegangen sind, gehen wir jetzt einfach mal auf die Änderungen ein. Vorab kurze Info, alles was nicht aufgeführt wird, blieb unverändert. Es gibt eine Änderung in der Antiub-Fähigkeit, die sehen wir jetzt hier. Und es wird noch eine Änderung geben in der, beziehungsweise gab eine Änderung in der Dupe-Fähigkeit, die wird dann nachfolgend erläutert. Wir wissen, es geht bei Karl Obsidian generell darum, im Spielstil um schwere Angriffe, damit wir Rüstungsbruch-Debuffs zufügen können. Und hierbei ergab sich eine Änderung. Wie wir sehen, hatten wir früher eine 50% Chance, pro Schlag einen Rüstungsbruch-Debuff zuzufügen. Wir wissen, Karl Obsidian führt 3 Hits aus mit seinem schweren Angriff. Jede davon hatte die 50% Chance, eben die Rüstung des Gegners zu brechen. Jeder Rüstungsbruch-Debuff dauerte damals 11 Sekunden lang an und verringerte quasi die Rüstung um den Betrag X, der jetzt in dem Fall, auch wenn wir die Grünzahlen immer außen vor lassen, 1366 betrug. Ja? Die nachfolgende Fähigkeit mit dieser Effekt erhält 5% Dauer und Genauigkeit der Fähigkeiten für jede anhaltende Ladung blieb hierbei unverändert. Also 3 Fakten. Wir haben eine Chance pro Rüstungsbruch, wir haben eine Dauer pro Rüstungsbruch und wir haben eine Effizienz pro Rüstungsbruch, an denen jeweils ein bisschen geschraubt wurde. Wie ihr seht, haben wir zwischenzeitlich eine 75% Chance pro Schlag, einen Debuff zuzufügen, der jetzt 14 Sekunden dauert und die Rüstung um 1103 verringert. Heißt im Klartext für uns, unsere Rüstungsbrüche sind zum einen wahrscheinlicher, unsere Rüstungsbrüche sind zum anderen länger in der Dauer und zum Negativen sind diese nicht mehr ganz so effizient, wie das vorher der Fall war. Na, ich werde in meinem Fazit nochmal drauf kommen, was im Anschluss folgt. Was das Ganze für den Champion denn eigentlich heißt. Aber lasst euch vorgewarnt sein, mir persönlich
gefällt dieser neue Cal Obsidian gerade wegen dieser Fähigkeit erheblich besser wie der alte. Allerdings kommen wir jetzt schnell noch zur Änderung in der Dupe-Fähigkeit, aber wie gesagt, Undupe ist das, was hier auf dem Bild zu sehen ist, das Einzige, was ihr in erster Linie wissen müsst. So, somit kommen wir noch zur Dupe-Fähigkeit. Wir sind ja vorhin schon mal kurz darauf eingegangen, dass Cal Obsidian Undupe durchaus eine Zerstörungsmaschine ist. Allerdings wir definitiv die Dupe-Fähigkeit haben wollen. Ein, ich sage jetzt mal, hohes Dupe ist nicht Pflicht. Nichtsdestotrotz wird es uns nicht schaden, denn wir wollen definitiv Cal Obsidian, um den wirklich als diese Tötungsmaschine bzw. Ausgeburt der Hölle richtig zu benutzen, ein hohes Dupe-Level haben. Auf den Screenshots seht ihr jetzt, dass bei den beiden Themen vorher und nachher das Dupe-Level geringfügig abweicht, was in dem Fall allerdings sogar beabsichtigt ist, denn dann sehen wir, was sich die Thematik im Dupe-Level denn tatsächlich ausgewirkt hat. Wir haben zwei verschiedene Fähigkeiten, die das Dupe hervorruft, nämlich zum einen, sobald Cal Obsidians Mob-Buff abgelaufen ist, geht er in einen Cooldown über und kann nach so und so vielen Sekunden wieder aktiviert werden. Das ist eigentlich die Kernaussage der Dupe-Fähigkeit und das ist auch das, was wir haben wollen. Wie wir sehen, wenn wir diesen Part mit vorher und nachher vergleichen, ist die grüne Zahl etwas gesunken. Das hat allerdings nichts mit dem Patch zu tun, sondern lediglich mit der Höhe des Dupe-Levels. Denn umso höher Cal Obsidian erweckt ist, umso schneller können wir diesen sogenannten Mob-Buff wieder aktivieren. Und wie gesagt, um das geht es im Endeffekt. Wir wollen unsere Rüstungsbrüche anbringen. Wir wollen dann unseren Mob-Buff aktivieren, wollen dann mit diesem Mob-Buff einen verheerenden Schaden verursachen und haben dann Dupe die Möglichkeit, das nach so und so vielen Sekunden zu wiederholen. Und dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird es richtig krass. Denn jeder, der schon mal so einen Cal Obsidian High Rank mit 10 Ladungen im Mob-Buff in Aktion gesehen hat, weiß, was dann für ein Schaden-Output resultiert. Und dementsprechend ist es natürlich entsprechend krass, wenn man das nach ein paar Sekunden wiederholen kann. Zweite Fähigkeit, und hier tritt die Änderung ein, die relevant ist für alle Erweckten. Cal Obsidians, nämlich war das vorhin ganz einfach. Wenn Mob in den Cooldown übergeht, wird Cals Aggression mit einem Wutausbruch-Buff belohnt, der für 5 Sekunden so und so viel Angriff gewährt. Dieser Buff erhält plus 0,5 Sekunden Dauer für jeden gelandeten Treffer, während der Mob aktiv war. Wir müssen nicht lange drum herum reden, wir sehen, was drunter steht. Aus den 5 Sekunden wurden 4 Sekunden. Man hat uns hierbei eine Sekunde genommen. Und obwohl in dem unteren Bild das Dupe-Level höher ist, nämlich 77 statt 53, sehen wir, dass die Effizienz des Wutausbruchs reduziert wurde. Nämlich von 2602 in diesem Beispiel auf 2380. An der Thematik, dass es eine halbe Sekunde länger wird für jeden Treffer, ist es unverändert geblieben. Das können wir nach wie vor tun. Nur mehr gibt es zur Dupe-Fähigkeit eigentlich nicht zu sagen. Wir haben eine Sekunde weniger den Wutausbruch und dann eben die Thematik, dass das Ganze nicht mehr so effizient ist. Ich würde sagen, wir gehen somit zu dem Thema Fazit über, um einfach nochmal zu sagen, was haben diese beiden Änderungen, die wir soeben erläutert haben, denn nun tatsächlich auf den Spielstil ausgewirkt? Kurzes Fazit von meiner Seite zu beiden Änderungen, einmal zur Undupe-Fähigkeit und einmal zur Dupe-Fähigkeit. Ich muss für meinen Teil ganz ehrlich sagen, unser Rüstungsbruch ist wahrscheinlicher, dass er zugefügt wird und unser Rüstungsbruch hat eine erhöhte Dauer. 3 Sekunden können in diesem Spiel sehr viel sein und dass die Thematik zwischenzeitlich nicht mehr ganz so effizient ist wie früher, ist für mich im Zweifelsfall zweitrangig. Folgender Fakt ergibt sich bei Cal Obsidian. Jeder, der sich aktiv mit ihm beschäftigt hat, wird bemerkt haben, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit Cal Obsidian durchzustarten. Der erste Kampf ist sehr, sehr unangenehm, insbesondere wenn wir in Kämpfen sind wie Variant 2, bei dem XL-Champions bevorzugt sind, haben wir sehr große Schwierigkeiten, Ladungen aufzubauen.
Wenn die Ladungen dann mal aufgebaut sind, fetzen wir uns durch einen Kampf nach dem nächsten und dementsprechend schaut sich das stellt sich nicht anders dar, als dass man gesagt hat, man hat versucht, das zu balancen, man hat ihn am Schluss raus mit seinen 10 Ladungen etwas von seiner Power genommen. Was wir allerdings kaum bemerken, denn der Output mit 10 Ladungen eines Carl Obsidians ist nach wie vor so derbe überragend, dass das nicht ins Gewicht fällt. Ne? Also wer das probiert hat, wird merken, wir können oftmals Gegner besiegen, die weitaus stärker sind als wir und wir beenden das Ganze mit 3 Heavies. Ne? Wir kommen nicht mal mehr dazu, in irgendeiner Weise unseren Mob-Buff zu aktivieren, weil es einfach vom Schaden zu krass wird. Wenn wir unseren Mob-Buff dann aktivieren, hat der eine unglaubliche Laufzeit bei 10 Ladungen und dementsprechend können wir wirklich ordentlich kämpfen. Ich bin der Meinung, man hat dem Ganzen am Schluss so ein bisschen gedämpft, allerdings die ersten Kämpfe erheblich einfacher gemacht. Durch das, dass wir die Wahrscheinlichkeit höher haben, dass der Rüstungsbruch kommt und wenn der Rüstungsbruch da ist, der sich ja immer weiter stackt durch die Heavies, länger zur Verfügung steht, haben wir hier definitiv gewonnen und das Ganze ist meines Erachtens nicht nur ausgebalanced worden, sondern zwischenzeitlich wirklich effizienter gestaltet. Was die Dupe-Fähigkeit betrifft, müssen wir ehrlich eingestehen, dass das hier nicht von einem Balancing zu sprechen ist, sondern hier wurde genervt. Ne? Wir wissen, die wichtige Dupe-Fähigkeit blieb unverändert, allerdings die zweitrangige Dupe-Fähigkeit wurde definitiv schlechter, als die vorher der Fall war. Nur bitte haltet vor Augen, dass das nicht das ist, was ihr machen wollt. Es geht nicht um den Wutausbruch zwischen den Mob-Buffs. Es geht darum, diesen Mob-Buff wiederholt einsetzen zu können. Ich meine, es ist von Haus aus eine relativ fragwürdige Geschichte, einem Powerhouse wie Carl Obsidian zwischen den Mob-Buffs noch generell einen Wutausbruch zu gewähren. Allerdings, wie gesagt, das ist nicht der Kernpunkt, auf das es ankommt. Wir wollen einfach gucken, dass wir mit einem hohen Dupe-Level aus unserem Mob-Buff rausgehen und dementsprechend schnell in den nächsten Mob-Buff reingehen. Und dementsprechend bin ich zumindest der Auffassung, das ist meine ganz subjektive Meinung, alles, was zwischen diesem Timer passiert, es ist nett, dass wir einen Wutausbruch bekommen, aber aus diesem Wutausbruch kommt nicht der Damage. Dementsprechend halte ich diese Dupe-Fähigkeitsanpassung für mehr als zweitrangig und bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Champion definitiv in die Übergott-Klasse zu klassifizieren ist. Ihr könnt euch freuen, wenn ihr eingezogen habt, der macht auch sicherlich Laune. Ihr könnt ihn, wenn er mal Dupe ist, definitiv R5 nehmen. Ihr könnt ihn den Sixstones prügeln, wenn ihr lustig seid. Also meines Erachtens hat dieser Champ definitiv ganz, ganz oben nach wie vor seine Daseinsberechtigung. So. Wir haben Gameplay-Video gesehen, wir sind die Fähigkeiten kurz durchgegangen. Mehr Anpassungen gibt's nicht, was den Patch betrifft. Ich hoffe, wieder mal ergänzend zu dem Thema von Nimor, dass ich euch das Thema ein bisschen näher bringen konnte. Und ja, wenn es gefällt, gerne weiterempfehlen. Wir sehen uns im nächsten Video. Aktuell geplant habe ich jetzt noch nichts, aber es wird sich definitiv wieder was ergeben. Und ja, wenn Fragen sind, einfach ab damit in die Kommentare. Ich werde versuchen, das Ganze noch ein bisschen dann zu ergänzen oder auszuführen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, servus.